Hallo meine Lieben, willkommen zu einem neuen Video auf Family Fun. Robert rennt schon weg, der hat Angst. Wir machen heute einen Tag lang Ja-Sagen-Challenge. Das heißt, keiner darf Nein sagen. Wir stellen uns gegenseitig ein paar Aufgaben und dann wird es auch ausgeführt. Bitte kein Nein. Ich mache am besten einen Tagesausflug heute, glaube ich. Nein, darfst du nicht. Ich sag dann, du darfst heute keinen Tagesausflug machen. Ich sperre mich ein in mein Zimmer. Sag ja, du darfst heute keinen Tagesausflug machen. Ja. Du darfst dich auch nicht in dein Zimmer einsperren. Ja. Das geht schon mal gut los. Ja, wenn das so ist, dann fange ich mal mit einer leichten Sache an. Frau, würdest du mir bitte einen Cappuccino machen, einen eigenen? Eigenen? Seit wann trinkst du eigenen Cappuccino? Du trinkst mit mir. Du musst. Ja. Ja. Ohne zu fragen, gell? Ja, ich mach dir einen. Ich wollte eigentlich selber einen machen. Wisst ihr, was ja heißt? Ja. So, bitteschön, dein Cappuccino. Also, geht doch. Wenn das so ist, habe ich gleich die nächste Aufgabe. Milei? Ja? Bringst du bitte meinen Müll raus? Ja. So. Mit Freuden, gell, Mille? Ich hätte jetzt gerne M-E-I-N gesagt. Ja, bring den Müll raus. Normal hätte sie jetzt gesagt, muss ich sein. Später dann, irgendwann vielleicht mal. Fleißig, schon. Kira, wie schaust du aus? Ich habe eine Aufgabe für Robert. Schaut mal, mein Lieben. Schaut mal, meine Lieben. Ich habe eine Aufgabe für dich. Kira hat sich total im Schlamm draußen gewälzt. Das heißt, was heißt das jetzt? Trag die Kira hoch. Ja, nicht den Boden berühren mit ihren Füßen und tu sie mal baden, bitte. Und? Ja. Gerne. Das schaue ich aus wie Sau jetzt da nicht. Also, hochtragen. Das wird der Kira zwar nicht gefallen. Du hast ja nicht auch Ja-Sagetag, gell? Sagst ja. Ja, Kira, gerne. Du musst baden. Komm her. Ja. Geh weg von mir. Ja, ist das cool, die Aufgabe. Auf. Komm rauf. Schaut mal die Pfoten an. Schaut mal an, wie sie aussieht. So, jetzt aber. Baden, weil du stinkst so. Ich verfolge dich, dass du auch die Aufgabe machst, gell? Ja. Also, nicht, dass du hier uns reinlegst. So, rein mit euch. So, Kira ist schon mal drin. Ganz ruhig, gell? Na, das macht Spaß. Sag ja. Sag ja, Kira. Kira ist... Die ist beleidigt. Die ist beleidigt. Ja, die Arme. Aber die stört es mittlerweile nicht mehr so, dass sie badet. Sind gleich Matschbrocken zwischen den Zehen, weißt du? Du alter Butler, du. Gian, die Aufgabe wollte ich eigentlich dir stellen. Aber sei froh. Ich hab Video gestellt. Jetzt hat es mich getroffen. Ja, komm. Ja. Jetzt schaust du aber sauber aus. Hilfe. Gian, nächste Aufgabe für dich. Mach mal 10 Liegestütze. Du hast heute noch keinen Sport gemacht. Mama. Was sagt man? Sag's. Ja. Also. Gut. So, Mama, jetzt habe ich mal eine Aufgabe für dich. Du gehst in die Stadt, also du gehst einkaufen. Ja, ich gehe jetzt einkaufen. Was nimmst du mir da mit? Was? Ein Döner. Ich hab's gewusst. Ich hab gewusst, dass das kommt. Ohne Kraut und dazu noch ein Uluda. Was für ein Uluda? Ein Getränk? Uluda, ja. Danke. Was? Ja, mach ich. Gut. Ich hab mein Wort gehalten. Nein. Gian hat mir die Aufgabe gestellt, kann ich einen Döner haben? Nein. Ich könnte jetzt zum Gian sagen, übergibst du mir deinen Döner? War Spaß. Das machen wir jetzt nicht. Der Gian geht jetzt mit seinem Kumpelskurs raus, also das heißt, er kann keine Aufgaben bekommen. Ich könnte jetzt sagen, du gehst fein nicht aus. Also, nachher bist du aber dran, gell?
Aber davor wird er mir noch den Nacken massieren, gell? Tieren. Ja, ja. Also komm, Nacken massieren. Du bist so gemein, so gemein. Also komm. Hab schön Zeit lassen, gell? Ja. Super machst du das. Kira. Das müssten wir öfters machen, so einen Tag. Aber ich komme auch noch dran bestimmt. Papa, du musst jetzt mit mir einen Flieger machen. Ja, gerne. Ja. Flieger. Oh. Oh Gott, fall ja nicht hin. Super! Aufgabe erledigt! Warst du schon? Ja? Cool! Papa? Hm? Ich habe eine Aufgabe für dich. Räumst du bitte meine Babysachen auf? Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass immer Papa trifft. Yippie! Jetzt auf, bitte. Wo? Also die ganzen Klamotten alle nach oben bringen. So gerne. Den auch? Ja. Ja. Und das und meine Lappe. Das auch noch? Ja. Die übertreibt's gleich. Warte nur, ich komme auch noch drauf. Schön. Also dann Abflug. Danke. Perfekt. Millet? Ja? Ich würde sagen, du gehst jetzt bei den Nachbarn Klingel putzen, hä? Was? Nee. Bei denen rechts von uns. Ja, dann mach ich einmal. Einmal klingeln und dann abhauen. Nee, nee. Doch. Komm, das machen wir jetzt. Millet macht das auch noch. Ja, die muss es machen. Super tolle Idee, ne? Viel Glück. Da brennt Licht! Da brennt im Wohnzimmer Licht! Warte. Im Wohnzimmer brennt Licht! Bei den Nachbarn kann man das schon machen. Die verstehen. Ja, da brennt Licht im Wohnzimmer. Echt, oder? Sind die auch noch daheim gewesen? Oh, mein Rücken tut so weh. Millet? Ja. Was? Ich bräuchte eine Massage nochmal hier, so und da unten am Rücken. Also, der übertreibt die Tür. Der nutzt den Fall aus. Ah, ja. Endlich mal. So. Oh. Ich liebe ja Massagen und so Zeug und keiner macht es immer bei mir. Seht ihr, die trampelt auf mir rum. Oh, aber ich liebe das auch. Oh. Ja. Kira! Hallo! Ja, hallo! Hey, du sollst nicht hüpfen! Papa? Hm? Wie willst du machen? Auch eine Massage? Oh, ja. Oh. Ja, gern. Zeig's euch jetzt und legt dann Kamera weg. Da liegt sie. Dann tue ich sie. Was machst du? Das kitzelt doch nicht. Die kann man gar nicht massieren. Mama, schaut mal, Baby. Nein, das ist mein Enkelkind. Achso, genau. Meine Lieben, Millets neues Baby. Habt ihr bei Millets Welt schon gesehen? Ist jetzt unser, wie sagt man? so, neues Familienmitglied.
Und da passt jeder auf sie auf, die ist gerade aufgewacht. Und ich habe mir gedacht, ich nehme sie mal. Wie sie ausschaut, müsst ihr mal auf Millets Welt schauen. Da haben wir sie vorgestellt. Ich habe auch eine Aufgabe für dich. Nimm mal dein Enkelkindchen und knuddel sie mal ein bisschen. Komm, und red mal mit ihr. Komm, red mal mit ihr. Wie ein Baby, komm. Ja. Ist da. Fein schlafen und so. Komm, mach mal. Gut, hast du es gemacht. Gib bitte, Mama. Du ärgerst sie. Ja, komm, geh zu deiner Mama. Milay. Nein. Milay, gehst du in den Keller und holst mal 3 Flaschen Wasser? Nein, gibt's nicht. Ja. Nein. Ja. Nein. Ganzen Tag. Oh. Hol's mal, komm jetzt, hol die Flasche von da unten. Die Flasche liegt auf dem Boden, die dritte. Hol sie mal. Nein. Nein, gibt's nicht. Das heißt, ja, 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 ja. Da an die Treppe hin, okay? Was? Da an die Treppe hin. Oh Mann, ich will nicht. Hier. Supi, Aufgabe erfüllt. Mama? Nee. Nee, Mama, nein. Ich will dein Handy. Was willst du mit deinem Handy? Ich will dein Handy. Was will ich an meinem Handy? Ich will dein Handy. Nein jetzt, oder? Aber missbrauch mein Handy nicht. Ja. Ich will mein Handy. Ich will aber sehen, was du machst. Ja, ist jetzt also neben dir. An! Ja, mach an, soll ich nein oder ja sagen? Ja, ja, ja. Ja! Warte, Siri. Siri sagt dir. Das dachte ich mir. Dachte ich es. Jetzt bin ich aber gespannt, was die mit meinem Handy macht. Guck. So, und jetzt Kamera umdrehen. Wow. Guck mal. Mhm. Was machst du da? Snapchat oder was? Ich will gucken, was die da macht. Aha, Snapchat. Sei froh, dass heute Ja-Sag-Tag ist, sonst hätte ich mein Handy nicht gekriegt. So, meine Lieben. Leider muss ich das Video schon beenden, unser Ja-Sag-Tag, weil schon seit 4 Stunden niemand zu Hause ist. Der Chirn ist ja schon am Nachmittag gegangen. Meine Damen sind um 19 Uhr, 19:30 Uhr jemanden besuchen gegangen. Und wollten eigentlich früher kommen, dann wollten wir noch ein bisschen weiter drehen. Jetzt muss ich zu mir selber immer Ja sagen. Kira kann auch Ja sagen. Hast du gerade einen Döner zerstört? Die hat einen halben Döner geklaut aus der Küche und hat ihn gefressen. Und ich musste hier die ganze Alufolie aufräumen. Ich sag ja. Ja. Ja, ich habe einen Döner gegessen. Genau, ja, und jetzt ist 10:30 und es ist noch niemand da. Und darum sage ich Tschüss, meine Lieben. Ich hoffe, euch hat es gefallen, auch wenn es ein bisschen kurz war. Das machen wir vielleicht dann nochmal, kommt auf eure Kommentare an. Und ciao.